Leute, nach einem Monat endlich stehen wir hier und endlich kann ich reden. Ihr könnt euch nicht vorstellen, wie viel ich eigentlich zu sagen habe. Ich versuche das deshalb ganz schnell, damit ich alles sagen kann, was ich in mir habe seit einem Monat. Einmal über Thomas Soleil, der seit einem Jahr jetzt im Gefängnis sitzt. Letztes Jahr Oktober wurde er festgenommen. Wegen seiner Musik, wegen seinen Texten, die gegen das Regime sind, hat er jetzt über 6 Jahre Haft bekommen und sitzt im Gefängnis, hat jetzt die Awards, Index Award gewonnen, 23. Obwohl er im Gefängnis sitzt, ist er ein Gewinner. Nargis Mohammadi hat den Friedensnobelpreis bekommen dieses Jahr, vor ein paar Wochen. Eine Menschenrechtsaktivistin, die jetzt auch im Gefängnis sitzt. Schon länger im Gefängnis sitzt. Dann haben wir unsere Frauen und unsere Bewegung hat noch einen Preis gewonnen. Gina Mahsa Amini hat den Sacharow-Preis gewonnen. Und auch der EU, also auch ein sehr wichtiger Preis. Aber so viele Preise, eigentlich sehr schön und sehr wichtig, weil durch diese Preise, die übergeben worden sind, haben die Medien ja auch hier überall darüber berichtet. Und somit wurde die Bewegung, die Freiheitsbewegung, die Frauenleben-Freiheit-Bewegung nicht vergessen. Also sehr wichtig. Auf der anderen Seite frage ich mich, so viele Preise gewonnen, aber was hat wir leben jetzt hier in Deutschland, was hat die deutsche Bundesregierung für diese Menschen getan, die entweder wie Gina Mahsa Amini tot ist oder getötet worden ist und für die jetzt im Gefängnis sind? Was hat sie für die Freilassung dieser politischen Gefangenen getan? Nichts. Über Armita Garavant wurde gesprochen, eine 16-Jährige, die ja im Zug, in der Metro auf dem Weg zur Schule so von der Sittenpolizei geschubst worden ist, dass sie in Koma gefallen ist und kurze Zeit danach gestorben ist oder getötet worden ist. Auf ihrer Beerdigung wurden 100 Menschen festgenommen, darunter auch Nasrin Sotoudeh, eine Anwältin und Menschenrechtsaktivistin, die jetzt eigentlich im Hafturlaub war, aber an dem Tag zu der Beerdigung gegangen ist und ihren Kopftuch nicht aufgesetzt hat und deshalb auch festgenommen worden ist und jetzt in Hungerstreik und auch ihre Medikamente nicht nimmt. Auch für Sie, ich habe gehört, am 13. November kriegt ihr auch einen Preis übergeben. Aber ein Preis nacheinander. Die Menschen erfahren, was im Iran passiert, finden das ganz schlimm. Auch die Politiker, auch Frau Baerbock hat über Armita Garavant ihre Solidaritätssätze gesagt. Aber es passiert nichts. Was heißt, es passiert nichts? Seit über einem Jahr sagen wir, die Revolutionsgarde muss auf die Terror- und Sanktionsliste. Deren Gelder müssen eingefroren werden im Ausland. Die Banken hier in Deutschland, in Frankfurt, Hamburg, Banque Merli, Soderat, müssen geschlossen werden. Keiner hat auf uns, die Diaspora hier im Ausland, gehört. Seit einem Jahr sagen wir, dass die Islamische Republik Iran Hamas unterstützt, Hisbollah unterstützt, die Milizen in Jemen, Syrien und Irak. Aber keiner hat auf uns gehört. Vor kurzem wurden noch 6 Milliarden Dollar freigegeben an die Islamische Republik Iran. Und kurze Zeit danach kam dieser Terrorangriff der Hamas am 7. Oktober. Und ihr wisst alle, was seit dem 7. Oktober auf der Welt in Gaza los ist. Es gibt keine Nacht, wo ich vernünftig schlafe. Ich habe bei allem, was ich mache, schlechtes Gewissen, weil ich diese Bilder, viele sagen, das ist Propaganda von den Hamas. Das sind keine Propagandabilder. Ja, für mich ist die Hamas eine Terrororganisation. Für mich ist die Hamas genauso eine Terrororganisation wie die Islamische Republik Iran.
Für mich ist Hamas keine Friedens-, wie heißt das, Freiheitskämpfer. Das sind keine Freiheitskämpfer. Genauso kann man nicht die Revolutionsgarde als Freiheitskämpfer benennen. Das muss nicht miteinander vermischt werden. Aber trotzdem sind wir Menschen. Nicht alle Palästinenser sind Hamas-Mitglieder. Genauso wie nicht alle Iraner, wie wir hier jetzt, hinter der Islamischen Republik Iran stehen. Es kann jeden Moment passieren, dass Israel mit Hilfe von Amerika Iran angreift. Weil wir sagen, berechtigt, weil wir schreien ja seit einem Jahr und sagen, Islamische Republik Iran unterstützt die Hamas finanziell, ideologisch, militärisch. Wir sagen es ja. Wollen wir dann Krieg? Wollen wir dann, dass Israel und Amerika jetzt den Iran angreifen? Den Iran, sage ich. Weil im Iran leben nicht nur die Islamische Republik und auch nicht nur die Revolutionsgarde. Im Iran ist die Zivilbevölkerung. Und jeder Einzelne, der Zivilbevölkerung tötet, das geht nicht. Deshalb bin ich gegen diesen Krieg, was gerade passiert. Es ist für mich keine Selbstverteidigung mehr. Das hat nichts mehr mit Selbstverteidigung zu tun. Man kann nicht wegen, also ich habe ein Beispiel letztens gelesen, was ich richtig finde. Wir nehmen jetzt an, wir leben hier in Münster. Eine Terrororganisation wie die Hamas greift in Steinfurt ein und tötet mehrere Menschen. Und dann fliehen sie nach Münster und verstecken sich in den Krankenhäusern, in unseren Schulen, nehmen Kinder, Frauen, alte Menschen fest, als Geisel. Und dann finden wir es gut, wenn dann angegriffen wird, wenn uns dann 24 Stunden Zeit gegeben wird, damit wir unsere Häuser verlassen. Finden wir es dann gut, wenn unsere Häuser bombardiert werden? Ja, die Hamas muss weg. Genauso wie die Islamische Republik Iran. Deshalb sagen wir seit einem Jahr, unterstützt der Handel mit dem islamischen Regime im Iran, muss beendet werden. Keine Verhandlungen mit dem Iran, mit dem islamischen Regime. Wir vertonen uns immer. Islamische Regime im Iran, die Islamische Republik Iran, Regime im Iran ist nicht Iran. Ja, es ist keine Republik. Deshalb, bitte, verliert eure Menschlichkeit nicht. Es ist kein Fußballspiel, es ist kein Boxkampf, dass wir uns auf eine Seite stellen müssen. Wir müssen auf die Seite der Zivilbevölkerung in Israel und auch in Gaza und egal wo es auf der Welt ist, passieren. Bomben, habe ich Düsseldorf Tekal sagte, Bomben sind dumm. Bomben sehen nicht, oh, das ist jetzt Hamas-Mitglied und das ist ein Zivilist. Das sieht den Bomben nicht. Seit wann schafft Krieg Frieden? Das, was gerade passiert, züchtet noch mehr Selbstmordattentäter. Wenn meine Familie jetzt in Gaza getötet wäre und wenn ich vertrieben werden würde, immer wieder aus meinem Land, was würde ich tun? Nieder mit der Islamischen Republik! Nieder mit der Islamischen Republik! Nieder mit der Islamischen Republik! Das, was in Dagestan passiert ist... Nieder mit der Islamischen Republik! Was in Dagestan passiert ist, ist Antisemitismus. Es sind Menschen rumgelaufen und wollten einfach Juden töten. Krank! Das rechtfertigt nichts, das, was da passiert. Genauso wenig ist die Tötung von Tausenden von Zivilisten in Gaza nicht zu rechtfertigen. Die Gewalt, die durch den Krieg und durch das Bombardieren wächst, die Gewaltspirale. Wir sehen jetzt selber, gestern in Essen gab es eine große Demo. 3000 Demonstranten. Wer sich die Bilder ansieht, man sieht IS fahren, Taliban fahren und ganz viele
heftige Parolen in Deutschland. Warum die überhaupt demonstrieren konnten, ist für mich eine Frage. Aber ich muss selber Angst haben, dass ich jetzt hier stehe und vielleicht übermorgen heißt, sie ist ein Antisemitist. Nein, ich bin es nicht. Ich war es auch nie. Ich habe nie was gegen irgendwelche Juden oder Jüdinnen oder Muslime gehabt. Aber das, was gerade gemacht wird, ist Hetze. Antisemitismus wird nicht mit antimuslimischer Hetze, Rassismus kann es nicht verändert werden. Es wird sonst schlimmer. Wir denken uns ist es egal, es kann uns nicht treffen. Doch, das, was gerade passiert, radikalisiert irgendwelche Jugendliche, die überhaupt keine Ahnung haben. Radikalisiert muslimische Jugendliche, die vielleicht gar nicht wissen, was das bedeutet. Deshalb ist es wichtig. Und warum? Weil sie sich gar nicht verstanden fühlen gerade. Es gibt denen trotzdem nicht das Recht, antisemitistische Sätze zu sagen oder sonst irgendwas. Aber wenn wir, gestern habe ich gelesen, in Deutschland wird immer wieder gesagt, nie wieder. Moment, ich habe so viel geschrieben. Einen Moment, dass ich das mal hier meine ganze Schrift kann ich noch nicht mal mehr lesen, richtig? Entschuldigung. Frauen leben Freiheit! Frauen leben Freiheit! Jan Jan Azadi! Jan Jan Azadi! In Deutschland ruft man nie wieder. Und dann lebt man seinen antimuslimischen Rassismus aus. Nie wieder heißt, nie wieder Menschen wegen ihrer Herkunft, Religion, Zugehörigkeit zu einer bestimmten Gruppe vorzuverurteilen und auszugrenzen. Und das gilt für alle. Menschenrechte gelten für alle. Und das sollten wir nicht vergessen. Und das Gefühl, was ich habe, Antisemitismus bei Arabern und Muslimen wird ganz hart bestraft, was auch richtig ist. Aber Antisemitismus bei Weißen und bei den Deutschen, das wird nicht so weit und so schwer und hart bestraft. Siehe AfD. Die können machen und tun, was sie wollen und sagen, rassistische Sätze ist ganz normal geworden hier in Deutschland. Und das darf es nicht geben. Wir dürfen nicht wieder die Schritte zurück machen. Und deshalb ist es wichtig, dass wir für Frieden auf die Straße gehen, gegen den Krieg auf die Straße gehen. Es geht um jeden einzelnen Zivilisten, der getötet wird. Jeder einzelne Zivilist ist einer zu viel. Also, unsere Forderung, die Revolutionsgarde muss auf die Sanktions- und Terrorliste. Die Botschaft in Deutschland, die Konsulate müssen geschlossen werden. IZH in Hamburg muss geschlossen werden. Die Banken in Deutschland müssen geschlossen werden. Ich weiß nicht, wie oft wir es noch sagen müssen. Was muss noch passieren? Wie viele Menschen sollen noch sterben, damit endlich die deutsche Politik und die deutsche Bundesregierung endlich was tut? Bitte macht Druck. Bitte seid laut. Es geht uns alle was an. Nieder mit der Islamischen Republik! Nieder mit der Islamischen Republik! Nieder mit der Islamischen Republik!